Wir befinden uns hier am Mobilitätsmonitor am Bahnhof Mitte. Der Mobilitätsmonitor ist ein Teil, ein Bestandteil des umweltsensitiven Verkehrsmanagements, kurz UVM. Das Ziel des UVMs ist es, die Schadstoffemissionen in der ganzen Innenstadt zu reduzieren, grundsätzlich in der Stadt zu reduzieren. Das UVM ist entstanden aus dem Masterplan Green City, der zusammen mit den Städten Mannheim und Heidelberg 2018 entwickelt wurde. Und hier war die Ausgangslage so, dass gerade hier in den Innenstädten in der Heinigstraße die Schadstoffgrenzwerte regelmäßig überschritten wurden. Und zwar betrifft das vor allem Stickstoffdioxid und Feinstaub. Grundsätzlich setzt das UVM an zwei Punkten an. Und zwar zum einen an einem Informationsmanagement und zum anderen an einer umweltorientierten Verkehrssteuerung. Die Steuerung erfolgt so, dass wir selbst hier in der Stadt Verkehrszählgeräte aufgebaut haben. Das sind knapp 50 Stück. Und diese Verkehrszählgeräte messen den Verkehr und zählen den Verkehr. Und daraus kann ein digitales Abbild der aktuellen Verkehrssituation errechnet werden. Diese Daten fließen dann in den Verkehrsrechner ein, ebenso wie Umweltdaten, mit denen dann die Verkehrsdaten überlagert werden. Und dadurch kann man eben ablesen, wo sich der Verkehr staut oder wo auch nicht oder wo Verkehrsbehinderungen in der Stadt sind. Und darauf aufbauend können dann Verkehrsinformationen gegeben werden, Umfahrungsrouten angezeigt werden oder auch Staus angezeigt werden. Und diese Informationen wird es dann ab dem 1.7., wenn das Gesamtsystem in Betrieb geht, auf großen dynamischen Informationstafeln geben. Diese Tafeln sind 2,40 m x 2,40 m groß. Und hier werden die Informationen auch dynamisch angezeigt. Das ist das Wichtige, dass eben diese Informationen auch kontinuierlich aktualisiert werden. Und als Vorteil hat man dann als Verkehrsteilnehmerin, als Verkehrsteilnehmer eben, dass man möglichst schnell durch den Verkehr kommt, ohne Stau, zeitsparend durch den Verkehr kommt, aber auch stressfrei. Und ergänzt wird das System außerdem durch ein Parkleitsystem. Hier werden 16 Parkleitschilder in der gesamten Stadt aufgestellt mit dynamischen Restplatzanzeigen. Insgesamt weisen 10 Parkleitschilder auf die Parkhäuser in der Innenstadt hin. 6 weitere Parkhäuser weisen auf die Parkflächen der BASF hin. Also hier gibt es auch eine Kooperation mit der BASF. Und außerdem werden noch die Lichtsignalanlagenschaltungen angepasst, sodass hier eben auch noch mal flexibel auf die aktuelle Verkehrssituation reagiert werden kann. Zum zweiten Punkt, zum Informationssystem, zum Informationsmanagementsystem gehört unter anderem dieser Mobilitätsmonitor. Weitere Monitore stehen an BASF Tor 7 im Hauptbahnhof und an der Rheingalerie auf dem Platz der Deutschen Einheit. Und dieser Monitor hier ist jetzt zweigeteilt. Jeder Monitor ist 65 Zoll groß und hier unten wird zum Beispiel der ÖPNV angezeigt. Hier gibt es eine Schnittstelle zum VRN, also zum Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Hier erhalten wir die aktuellen Fahrplandaten seitens des VRN. Und oben sehen Sie eine Verkehrslagekarte. Und diese Verkehrslagekarte setzt sich auch aus den aktuellen Informationen zusammen, die wir im Stadtgebiet messen, also aus den Verkehrszählgeräten. Und ja, anhand dieser Karte kann man eben ablesen, wo sich der Verkehr staut oder wo auch nicht. Die Ziele können dann angepasst werden anhand dieser Karte oder eben die Routenplanung kann auch angepasst werden. Auf der anderen Seite gibt es nochmal eine Umgebungskarte. Und zwar werden hier die Carsharing- und Bikesharing-Stationen angezeigt. Und hier speisen sich diese Daten auch aus dynamischen und aktuellen Daten. Ja, ergänzt wird das System noch durch eine App und durch eine Routing-Plattform im Internet. Hier werden Mobilitätsnutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit haben, intermodale Routenketten zu beauskunften. Das heißt, man gibt dann eine Route von A nach B ein und man erhält alle möglichen Verkehrswegeverbindungen und zwar auch unter den Aspekten Schadstoffausstoß, Länge der Strecke oder auch zeitlicher Aufwand, sodass man eben da auch flexibel reagieren kann und flexibel die Route anpassen kann.
Darüber hinaus gibt es auch noch zwei weitere App-Ergänzungen. Und zwar ist das die App Grüne Welle für Radfahrerinnen und Radfahrer. Hier koppelt sich das Smartphone, das Handy mit den Lichtsignalanlagen, mit den Ampeln. Und hier kann gegebenenfalls auch eine Grünzeit gedehnt werden, um eben den Radverkehr zu bevorrechtigen. Eine weitere Funktion dieser App wird eine Gamification-App für Radverkehr sein. Hier sollen Bürgerinnen und Bürger spielerisch ans Radfahren unter dem Wettbewerbscharakter herangeführt werden. Darüber hinaus soll, wenn die Bauphasen vor allem der B44 der Hochstraße Nord in Betrieb gehen, auch das sogenannte Drei-Zonen-Konzept greifen. Und zwar wird hier die gesamte Stadt und auch das Gebiet, die Umgebung der Stadt eingeteilt in drei unterschiedliche Zonen. Zone 1 beschreibt den Autobahnring, das ist vor allem die A6 und die A61. Und die Autobahnen sollen dann nur noch genutzt werden, um überregionale Verkehre abzuwickeln. Die zweite Zone, der Bundesstraßenring, soll nur noch genutzt werden, um regionale Verkehre abzuwickeln. Und die Innenstadt soll nur noch dafür genutzt werden, um wirklich auch innerstädtische Ziele zu erreichen. Das wäre dann die Zone 3. Grundsätzlich wird das Projekt gefördert, und zwar durch eine Landesförderung, die wir vom Verkehrsministerium des Landes Rheinland-Pfalz erhalten haben. Hier wurde auch schon der Verkehrsrechner aufgerüstet. Das Rahmenkonzept für das UVM konnte erstellt werden. Zurzeit erhalten wir eine Förderung seitens des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und dadurch konnte eben die Stadt auch dieses große Projekt umsetzen. Insgesamt muss man sagen, dass die Stadt durch das Projekt oder mit dem Projekt eine Vorreiterrolle in der Region einnimmt und das Projekt auch noch erweitert werden soll, und zwar durch den Landesbetrieb für Mobilität und durch die Autobahn GmbH, die eben auf dem Autobahn- und Bundesstraßenring auch noch eine ergänzende Beschilderung und dynamische Wegweiser mit integrierten Stauinformationen aufbauen wird.